Ja, jetzt stehe ich hier vor dem Bild von Juri Jalor. Castor TV-Zuschauer erinnern sich an die Solidaritätsdemo in Dessau. Anfang 2005 verbrannte Juri Jalor in einer Dessauer Polizeizelle. Obwohl alle Gegenstände ihm abgenommen worden, wurde er in einer Zelle gefesselt. Behauptete die Polizei später, er habe seine Matratze selbst mit einem Feuerzeug entzündet. Gegensprechanlage und Feueralarm wurden vom Dienststellenleiter ausgestellt. Das Feuerzeug tauchte erst nachträglich auf der Liste der sichergestellten Gegenstände auf. Die Videobänder von der Durchsuchung der Zelle verschwanden. Vor Gericht schwiegen die beteiligten Polizistinnen. Lediglich einer wurde in einer Berufungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung zu einer Geldstrafe verurteilt. Wolfgang Genz von Amnesty International forderte bei Fällen wie diesen, unabhängige Untersuchungen einzuführen, um große Nähe zwischen Polizei und Staatsanwaltschaft zu verhindern.